Ja, hallo und hiermit herzlich willkommen zu einem kleinen Training heute mal wieder. Nach langer Zeit mal wieder ohne Maske am Start. Mal schauen, was draus wird. Ja, es geht hier los mit dem Rückentraining und zwar mit ganz einfachem Rhomboidenrudern und Latterudern, ja. Ich erkläre immer ein bisschen was dazu. Das ist der Aufwärmsatz. Und ja, was immer wichtig ist beim Rhomboidenrudern ist, wie gesagt, dass ihr ja euch ausreichend nach vorne beugt und einen geraden Rücken macht. Das ist wirklich wichtig. Und versucht, die Schulterblätter oben zusammenzuziehen. Ja, ich werde gleich aus einer anderen Perspektive hier, wie ihr seht, noch filmen. Und jetzt kommt eben Lattrudern, das ist im Untergriff. Und ja, ich mache eine sehr explosive Ausführungsweise, wo man sagen könnte, der cheatet. Ja, das mag sein, aber wie gesagt, ich spüre es so auch. Und ja, wie gesagt, es ist, jeder muss das so machen, wie er es am besten spürt. Ich spüre es am besten, wenn ich das ein bisschen explosiv mache und so ein bisschen die Geschwindigkeit reinbringe, was mir auch für meinen Sport, denn Kraftsport ist nicht mein Hauptsport, sage ich mal, sondern eigentlich eher Leichtathletik. Das heißt, da brauche ich Explosivität und ja, muss ein bisschen athletisch sein. Das heißt, mir geht es nicht darum, jetzt möglichst viel Masse aufzubauen, sondern eher athletisch zu wirken und ein gutes Gesamtpaket zu bieten. Ja, hier wird es dann schon etwas schwereres Gewicht, das heißt, die Wiederholungen werden immer unsauberer und man muss sich immer mehr anstrengen, ist ja ganz klar. Und ja, wie gesagt, ich werde da noch mehr abfilmen vom Training. Ich werde im 2-Wochen-Rhythmus, werde ich jetzt verschiedene Trainings immer abfilmen, um Fortschritte zu zeigen, weil ich jetzt wieder einen kleinen Aufbau reingehe. Ja, und jetzt gehen wir weiter zum Bizeps-Training. Ich fange an mit einem leichten SZ-Curls, gehe dann über zu schweren, also das ist der Aufwärmsatz. Zum Bizeps-Training. Viele Leute schwören tatsächlich auf einmal pro Woche schwer den Bizeps trainieren. Ich schwöre da nicht drauf. Ich sage, mehrere Male pro Woche trainiere ich den. Ich habe einen Tag, wo ich Brust und Bizeps und Trizeps mache. Da habe ich eben verschiedene Übungen für den Bizeps isoliert. Das heißt, da ist praktisch der Haupttag. Und hier in dem Training mache ich im Prinzip nur eine Übung für den Bizeps. Und zwar sind das halt schwere SZ-Curls, um den nochmal zu reizen. Ja, das hat sich für mich gut bewährt. Ich werde es die nächsten Wochen eben durchziehen. Und ja, ihr seht schon, ich versuche möglichst saubere Ausführungen zu machen. Ein bisschen Wippen kann man meistens nicht vermeiden, aber ich mache das so. Ich lege die Arme am Oberkörper eng an. Ja, das heißt, die sind ganz eng an. Damit verhindert man, dass man zu viel die Schultern verwendet. Das müsst ihr mal ausprobieren. Das sind die Arnold-Curls. Und ja, funktioniert hier extrem gut. Ich benutze die vordere Schulter, ich benutze sie zwar mit, ist ja klar, aber nicht so viel und man kann konzentrierter arbeiten. Was hier wichtig ist, ihr seht schon, ja, hier cheate ich extrem, aber ich lasse die auch langsam wieder runter. Das ist auch wichtig. Cheatet lieber eure Wiederholungen hoch, wenn ihr nicht mehr könnt, anstatt dann ganz abzubrechen und lasst dafür langsam runter. Jetzt mache ich hier nochmal zum Auspumpen, ja, ganz normale SZ-Curls, 5-mal. Mit schwerem Gewicht und jetzt greife ich dann auch gleich nochmal um und ja, greife nochmal ganz eng, die mache ich zum Schluss. Die sind dann schon sehr gecheatet, weil die auch sehr ekelhaft sind fürs Handgelenk, mache ich nur zum Schluss hinten raus für die Pike nochmal und jetzt sieht man schon, hier muss ich schon extrem cheaten und lasse jetzt aber langsam runter, das ist auch ganz wichtig, langsam runterlassen, wirklich die exzentrischen mitzunehmen. Ja, jetzt geht es auch dann weiter ins Nackentraining. Nackentraining ist für mich auch wieder was Schönes, da habe ich Spaß dran. Ist auch ein kleiner Muskel, trainiere ich also dementsprechend auch 2-mal pro Woche. Das heißt, ich mache wieder einmal ein konzentriertes Nackentraining, wie hier, also ein sehr ausgeprägtes Nackentraining. Einmal eins nochmal, wo ich ein bisschen eine andere Variation von den Shrugs mache. Ja? Shrugs haben viele Menschen lange Zeit gemacht mit Schulterkreisen, also die Schultern danach nach hinten abkreisen. Hat sich als sehr, sehr ungesund für die Schultergelenke erwiesen, was Studien ergeben haben. Deswegen mache ich zwei verschiedene Nackenübungen. Eine für die Höhe, die sieht man jetzt, das ist praktisch Shrugs für die Nackenhöhe. Und eine, das sind Shrugs für die Nackentiefe. Das filme ich auch noch ab, wie gesagt, ist in einem anderen Training mit drin. Ja, hier mit der Langhantel, Nackenheben, ganz klassisches. Wirklich versucht da so weit hoch zu gehen wie möglich. Ich mache es immer so, ich gehe explosiv hoch, langsam runter. Und am Schluss seht ihr, reiße ich es immer mehr hoch und lasse langsam runter. Ihr müsst es einfach ausprobieren. Nacken spürt jeder anders irgendwie. Und er ist aber wichtig. Also ihr solltet das Nackentraining nicht vernachlässigen, weil wer einen guten Rücken haben will, der sollte auch einen guten Nacken haben. Es sieht ja scheiße aus, wenn dann irgendwie der Nacken komplett unterentwickelt ist. Und der Rest, ich meine, das soll man auch im T-Shirt ja sehen.
dann letztendlich ist das ja dann der Kapuzenmuskel, sagt man ja dazu. Jetzt merkt man, jetzt werden die Wiederholungen schwerer. Jetzt sagen viele, ja, geh doch mal mehr hoch, ja. Aber wie gesagt, ich mache das so, wie ich das für richtig halte. Ich werde das auch wahrscheinlich noch ein bisschen verbessern von Zeit zu Zeit. Und ja, für den Aufbau nur zur Ernährung nochmal, um da zu kommen. Ich gebe mir nach jedem Krafttraining einen Mass-Gainer-Shake. Das ist aber kein gekaufter Mass-Gainer-Shake, zum Beispiel von Sec Plus oder sonst irgendeinem Scheiß. Sondern ich mache den mir selber. Was da drin ist, wie ich den mache, kann ich auch nochmal ein Video zu machen. Ich werde jetzt, wie gesagt, im 2-Wochen-Rhythmus immer mal ein paar Videos bringen zum Thema ja, Aufbau, weil ich ja jetzt aufbaue. Und ja, jetzt sieht man auch gleich nochmal, was ich auch bei Nacken, wo ich viel Wert drauf lege, trainiert den Nacken lieber schwer anstatt leicht. Ja, wie gesagt, wenn ihr einen geraden Rücken dabei macht und da nicht irgendwelche komischen Verrenkungen macht, dann passiert da auch nichts. Weil Nacken ist ein sehr ausdauernder Muskel, er muss den Kopf halten. Und ja, deswegen könnt ihr mit leichtem Gewicht, könnt ihr da 30 Wiederholungen machen. Ihr seht, ich mache straight 12 Wiederholungen. Ja, also wirklich in der Hypertrophie, im oberen Hypertrophiebereich. Und trainiere den auch wirklich möglichst schwer. Das heißt, da sind jetzt 50, 60 Kilo am Machen. Ist für manche nicht schwer, für mich das ist schon ein gutes Gewicht für den Nacken. Wie gesagt, ihr seht, ich schaffe 12 Stück. Und ja, das pumpt den Nacken nochmal schöner auf. Das sieht man jetzt hier gleich, wenn ich den versuche rauszuholen. Und man sieht schön, der zeichnet sich hier wirklich schön ab. Und ja, wie gesagt, jetzt geht es dann auch zum letzten Satz hin. Wie gesagt, ich mache bei Nacken mehrere Sätze. Ich mache da 5-6 Sätze von. Dafür weniger Wiederholungen. Einfach um den auszupumpen. Ich mache so lange, bis ich einfach spüre, er ist durch. Dann lasse ich ihn. Also das ist so ein bisschen, da muss man so ein bisschen auf seinen Körper hören. Sagt der einen, okay, der ist jetzt zu, der schafft nicht mehr. Dann sollte man das auch irgendwann lassen, weil natürlich man sonst irgendwie blöd mit den Schultern oder aus den Armen rausarbeitet. Das ist ja nicht Sinn der Sache. Also hier isoliert trainieren zweimal pro Woche und man macht relativ schnell Fortschritte, kann man nur sagen. Und ja, es ist ekelhaft, man muss jede Wiederholung genießen. Und ja, jetzt kommt hier nochmal ein kleines Form-Update. Ja, wie gesagt, ich bin jetzt nicht das massivste Monster der Welt, sondern ich bin wie gesagt Leichtathlet. Das heißt, für mich ist nicht wichtig, dass ich massiv aussehe, es ist einfach ein gutes Gesamtpaket. Man sieht, der Lat zum Beispiel ist meine deutliche Schwäche, da ist nicht viel Masse vorhanden. Der Nacken ist eine Stärke von mir, den trainiere ich sehr, sehr gerne. Den kann man dann auch hier, ich hab da so einen Spaß dran, den immer so schön rauszuholen. Da sieht man auch, der ist aufgepumpt, das sieht halt dann einfach auch groß aus. Ja, wie gesagt, der Rücken ist jetzt nichts Besonderes, auch die Arme nichts Besonderes. Es ist halt für einen Leichtathleten, für mich ist es halt gut und wichtig, auch ein bisschen Muskelmasse am Start zu haben. Ist eher kompakt, wie gesagt, jetzt wird ein bisschen aufgebaut. Wie viele Fortschritte ich mache, ich kann nichts generieren. Und ja, wie viel, das werdet ihr in naher Zukunft sehen. Ich bedanke mich dafür, dass ihr dabei wart und wir sehen uns beim nächsten Training. Ciao.